So, herzlich willkommen wieder hier in der Groovepraxis zu einem neuen kleinen Video aus meiner Serie Betreutes Trommeln. Für alle die jetzt hier neu dabei sind, empfehle ich, schaut euch bitte mal da oben den Link an. Dort werdet ihr weitergeleitet und seht auch schon, was wir bisher gemacht haben. Gut, alle die schon dabei sind, ne? Schön, dass ihr wieder mitmacht. Wie immer der kleine Hinweis, wenn ihr mich unterstützen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal, wenn es euch gefällt, liked das Video, schreibt einen Kommentar. Und worum es heute geht, demonstriere ich ganz kurz wie immer. Bleibt dran bitte, ganz am Ende gebe ich auch noch ein paar Tipps, warum diese Übungen eigentlich wichtig sind und wie man sie am leichtesten umsetzen kann. Es geht los. 1, 2. So, und das machen wir jetzt schön zusammen. Das Einzige, was ihr im Grunde dafür braucht, ist einen Backbeat zu legen auf 16. Basis, ganz langsam. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A. Ja, macht ruhig mit, ne? 3 E und A, 4 E und A. Ich gebe für euch so das Groovebett vor. Darauf könnt ihr euch legen, könnt auch frei darauf improvisieren, wenn ihr möchtet. Das ist das allererste, was wir machen. Wir spielen einen relativ einfachen Groove, schön im Time, schön im Flow. Zählt idealerweise dazu, wenn ihr könnt. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 3 E und A, 4. So. Ich werde jetzt gleich anfangen, dazu noch Melodietöne einzubauen und lad euch ein, das mit mir zusammen zu machen. Geht gleich los. Noch ein Durchgang. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4. Erste Variante. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2. Das ist unsere erste Position. Ja? Gleich kommt die zweite Position. Jetzt 1 E und A, 2 E. Ein paar Mal spielen. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E. Und noch ein letztes Mal, dann wechseln wir wieder. 1 E und A, 2 E und jetzt gehen wir in die nächste Position. Achtung und 1 E und A, 2 E und A, 4 und nochmal. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 und noch ein letztes Mal. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und jetzt die letzte Position, 1 E und A, 2 E und A. Auch die ein paar Mal spielen. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 und nochmal. So, und jetzt machen wir die Abstände kürzer, das heißt 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4. Wir wechseln. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4. Wir wechseln. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A. Und wieder wechseln. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E. Von vorne. Ich mache jetzt auch ein paar kleine Variationen. Ihr könnt auch weiterspielen, wie ihr möchtet. Wir bleiben alle im selben Ruf. Von vorne. Zum Schluss noch ein bisschen schneller. 1, 2.
Ne? Und ihr merkt schon, aus diesem kleinen Ding hier haben wir jetzt gerade ein sehr, sehr schönes Stück komponiert. Okay, ich habe ja schon am Anfang gesagt, bleibt dran bis zum Schluss. Es ist immer leichter, aus einer rhythmischen Abfolge, für die meisten zumindest, wenn man die eine Weile spielt, daraus dann in die Melodie auf der Handpan zu gehen. Weil die meisten haben nicht sofort eine Melodie im Kopf und wissen auch manchmal gar nicht, okay, wo soll ich jetzt spielen? Oder ne, wir wissen jetzt nicht harmonisch, was ihr da tun sollen. Müsst ihr auch gar nicht. Aber einen einfachen Groove zu legen, hier in dem Fall auf 16-Basis, ist schon für sich eine ganz tolle Geschichte. Einfach fließen lassen. Das Ding und der Slap sind unsere Akzente. Und alle anderen Schläge, die wir dazwischen machen, selbst wenn ihr jetzt noch nicht mal zählen könnt, Ansatz ist immer abwechselnd, können wir überall hinlegen. Gut, bis hierhin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dran, übt fleißig, spielt mit mir, lasst das Video ruhig noch mal ein paar Mal ablaufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, der Markus. Ciao.